Hey, am Anfang des Videos möchte ich mich ganz kurz entschuldigen. Es kommt vielleicht so vor, als wäre ich ein bisschen angepisst, dass ihr mir die Hacks zugeschickt habt. Ich war auch ein wenig angepisst, dass da etwas komischere Sachen bei rumkamen. Aber Leute, ja, versteckt euch nicht. Ihr könnt mir gerne Hacks zuschicken. Ich werde mir sie auf jeden Fall anschauen. Und ja, wie das noch abgelaufen wird, werde ich euch noch im Video selber erklären. Aber jetzt nochmal, wirklich, es war nicht böse gemeint, was ich zu dem Hackersteller noch gesagt hatte im Video. Also schaut es euch gerne an und nehmt es mit Humor. Nein! Wisst ihr, da bitte ich euch einmal um etwas. Und das Erste, was mir direkt gepostet wird, ist so ein Scheiß. Der Ersteller des Hacks hat in den Kommentaren geschrieben, dass es ab Vertania City gut wird. Kann ich mir auch gut vorstellen. Denn ab dort passiert nichts mehr. Wirklich, es ist das komplett gleiche Spiel. Genauso wie Feuerrot. Ich habe es wirklich getestet. Ich habe es bis Marmoria City zu Rocco getestet und habe nachgeguckt, ob sich irgendwas verändert hat. Aber nein! Wer hätte es gedacht? Natürlich nicht! Und dabei war ich auch noch voller Vorfreude. Freude. Bevor ich jetzt weiter rumheule, suche ich mir lieber mal einen weiteren Hack raus. Bevor wir uns jetzt auf eine weitere Reise durch das große Universum der Pokémon begeben, möchte ich nochmal kurz anmerken, dass ihr mir jetzt unter diesem Video auch eure Hacks in die Kommentare schreiben könnt. Einfach eine kurze Beschreibung dazu schreiben und den Link zum Hack einfach zum Downloaden. Das könnt ihr auch gerne unter alle meine Pokémon-Abonnenten-Hack-Videos machen. Solange sie natürlich nicht so scheiße sind wie der von dem einen Typen, den ich eben gezockt habe. You don't expect me there. Das sah bestimmt voll affig aus. Ist das Mario Maker? Was zur Hölle? Nein, das gibt's heute gar nicht. What the fuck? Der gute Daniel hat mir ein Pokémon... Ich weiß, ihr wollt endlich den Hack sehen, ja. Aber ich muss noch mal kurz was einwerfen. Das beste Programm der Welt, Open Broadcaster Software, hat es geschafft, meine verfickte Stimme so sehr zu verkacken, dass es sich anhört, als wäre es ein Klumpen Scheiße. Somit ist meine Stimme nicht mehr so übertrieben sexy wie jetzt gerade im Video. Ich hoffe, damit kommt ihr, naja, klar für die nächsten 10 Minuten. Aber hey, besser als meine Reaktion zu faken und das Ganze nochmal neu aufzunehmen. Also Entschuldigung, dass die Audio hier so ein bisschen verkackt ist. Ab dem nächsten Video wird es dann 10.000 Mal besser werden. Aber jetzt würde ich mal sagen, Film ab. So, wir sind ja schon mal ein bisschen im Game vom Daniel drin. Der hat mir ja ein Pokémon Silberhack zugeschickt, was sehr interessant ist, da ich eigentlich nicht so viel Erfahrung mit Pokémon Silber, Gold, Kristall Hacks habe. Also eher weniger mit den Game Boy Color Hacks, sondern eher mehr mit den Game Boy Advance Hacks oder halt mit eigen erstellten RPG Maker Hacks. Aber das ist schon mal was Neues für mich. Ich hatte bisher, glaube ich, nur 2 von den bisher wahrscheinlich über tausenden Hacks gespielt, weil ich mich auch nicht so sehr dafür interessiert habe, weil mich irgendwie diese alte Game Boy Color Grafik nicht so sehr, naja, packt, sage ich mal. Wobei ich auch schon sehr gespannt bin, was der Hackersteller hier aus dem Game rausgehauen hat. Nicht vergessen, Leute, nie wieder so Hacks reinhauen, wie der eine Typ das gemacht hat. Der war komplett scheiße. Es fängt eigentlich ganz normal an, wie auch schon in Pokémon Gold und Silber. Wir kriegen unsere, naja, Items von unserer Mutter und, ja, ganz normal Pokégear bekommen und Pokédex kriegen wir später auch noch vom guten Birk, war das, glaube ich, hier, ne? Und ja, es ist Saturday, eigentlich nicht, aber ist okay. 10 Uhr passt auf jeden Fall ganz gut. Wir haben 14.52 Uhr, passt auf jeden Fall ganz gut. Perfekt, turn the Pokégear on, select, bla bla. Das juckt eigentlich alles gar nicht. Wir gehen einfach mal direkt hier zu Professor und gucken mal, ob er vielleicht neue Pokémon mit eingebracht hat. Irgendwelche random Pokémon, die hier, naja, als... Naja, Starter gedacht sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir ja noch nicht reingetestet und gar nichts angeguckt. Ich bin hier ganz clean drin im Game. So, beeil dich mal, mein guter Birky. Ich will jetzt gerne mal sehen, was wir hier für Starter-Pokémon am Start haben. Okay, das erste Starter-Pokémon ist ein... What the fuck ist das? Keine Ahnung, irgendwie sieht das aus, als wäre das ein Drachenkopf, der in einem Schuh drin ist, der in einem Rollock in so einer hier Achterbahn drin ist oder irgendwie sowas. What the fuck? Ah ja, Flamly. Hm, ja, ja, das war ja Pokémon Flamly. Ist das Pac-Man? Mit Blitzen oder sowas? Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Ist das ein Smiley mit irgendwas? Ist das ein Pac-Man mit Blitzen? Ich habe keine Ahnung. Schreibt's gerne in die Kommentare rein. Was soll das darstellen, Leute? Ja, das ist auf jeden Fall Kanimani. Sieht man auf jeden Fall direkt raus. Wusste ich doch. Zopper Pokémon auf jeden Fall. Was ist das? Ist das ein Bücherregal? What the fuck? Nee, nicht Bücherregal, ich Idiot. Das ist ein Schrank, Leute, natürlich. Ich weiß auf jeden Fall, welches Pokémon ich nehmen würde. Wir nehmen auf jeden Fall das Schrank-Pokémon Indivier. Macht auf jeden Fall Sinn. What the fuck, ey?
Wer kommt auf solche Ideen, Leute? Wer kommt auf solche Ideen? Ich habe manchmal echt keinen Plan, was sich die Leute bei sowas denken, aber es ist auf jeden Fall witzig und hat schon jetzt mehr Mühe reingesteckt als der Hackersteller zuletzt, der mir so einen Grotz zugeschickt hat. Das Lustige ist, es ist ja ein Schrank und ich habe auch schon damit irgendwie gerechnet, so ein Wortspiel mit einzubauen mit, Alter, der richtig krasse Muskeln, richtiger Schrank, Alter. Und dann ist es einfach noch ein, ist das ein Maschok? Machomai? Ist das ein Macholo, was da oben rumtanzt? Also, passt auf jeden Fall. Ja, wir nennen es auf jeden Fall Schrank, Leute, das ist auf jeden Fall ziemlich klar. Und übrigens nochmal am Rande, ich höre jetzt auch auf mit den Witzen gegen den Hackersteller von letztens. Ja, es war nicht so cool von ihm, aber wir können das auch mal lassen, ne? Irgendwann reicht es ja auch mal. Ist ja alles nur Spaß, Leute, also nimm's mit Spaß und, ihr könnt mir auch gerne irgendeinen Scheiß zuschicken, ist kein Problem, ich habe da Spaß dran. Dann rege ich mich gerne ein bisschen mal auf, aber sonst, ja, macht das gerne. Schickt gerne auch irgendeine Scheiße zu, das ist kein Problem. Sonic Speed! Bam, 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 bam. Ja, ich muss sagen, der Hyperspeed-Mode hier ist auf jeden Fall on fleek. Was geht, Bruder? Alles gut bei dir? Alles am Start hier? Er ist wahrscheinlich genauso still wie sonst auch. Ja, er kickt uns einfach weg, Leute. Er gibt uns einen Frontside-Kick in die Fresse. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was wir hier für Encounter haben, weil, ich meine, wir haben jetzt schon einen Schrank-Pokémon bekommen, Leute. Was kommt als nächstes? Fakulo, Fakulo, my friend. Wieso? Irgendwie habe ich mir was Spannenderes vorgestellt, aber vielleicht ja, müssen wir ein bisschen weiter reindigen in das Adventure. Vielleicht kriegen wir dann coolere Pokémon. Oh, Karate-Chop. Das passt, ey. Richtiger Schrank. Gefällt mir auf jeden Fall, dass du das angemerkt hast, dass der Schrank einfach richtiges Kampf-Pokémon ist, ey. Ich muss auch gleich mal gucken. Haben wir überhaupt den Typen Kampf oder was haben wir für einen Typen? Verdammte Kacke, wir sind einfach Pflanze-Kampf. Gab's den Typen schon mal? Gab's die Kombi schon mal? Pflanze-Kampf? What the fuck? Ich sehe uns übrigens auch sehr gefährdet für den ersten Arena-Leiter da, der ja ein Flugtyp eigentlich ist. Deswegen, ob wir da so weit kommen, Leute, ich habe keinen Plan. Die Städte sind auf jeden Fall unverändert bisher. Noch nichts krass Interessantes hier. Wir sind ein Rookie-Trainer, das wissen wir auf jeden Fall. Bisher auch von den Textpassagen irgendwie nichts Interessantes mehr. Alles eigentlich genauso wie auch in Pokémon Gold und Silber. Deswegen bin ich mal gespannt, ob unser Rivale vielleicht ein anderes Pokémon hat. Kann ja sein. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, bisher leider noch nicht so viele verschiedene Pokémon entdeckt. Eher nur, ja, die Standard-Pokémon auf den Routen halt. Ich bin gerade auf dem Weg zu Professor Eich. Der ist ja auch hier am Start, direkt am Anfang. Deswegen mal sehen, ob der irgendwas Lustiges zu sagen hat. Yo, Eich und Mr. Pokémon, was geht? Irgendwie was krasses hier am Start oder so? This is what I want, Professor. I'm too excited. Ja, okay. Die haben nichts krasses zu sagen, wie es scheint. Daycare, okay. Ja, die geben uns das Ei halt. Bin gespannt. Der Hack hat eigentlich so gut angefangen. Deswegen würde es mich mal interessieren, ob es hier irgendeine krasse Scheiße noch gibt. Verfickte Scheiße, Alter. Hier laufen nur Kukunas rum. Das Problem bei Kukuna ist, was soll ich gegen die machen? Guck dich das mal an. Karate-Chop, nichts. Weinwhip, nichts. Gar nichts. Bringt nichts. Ich versuch's einfach mal trotzdem hier. Ich gehe nochmal eben kurz ins Pokémon-Center und dann werden wir direkt mal den Rivalen fighten hier. Ich bin mal gespannt. Vielleicht hat der ja irgendwas Krasses hier am Start, was wir noch nicht kennen. Vielleicht nicht mal eines der Starter-Pokémon, die wir da gesehen haben, sondern irgendein anderes. Wer weiß. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Lass es uns herausfinden. Ja, was geht? Fragezeichen. Oh, damn. Das ist das Drachen Pokémon-Vieh, was wir da gesehen haben. Es sieht immer noch sehr komisch und verstörend aus. Aber jetzt macht es langsam mal ein bisschen Sinn. Es ist wahrscheinlich Drache Feuer. Fire Punch! Oder es ist Drache Kampf. Ich sag Drache Kampf. Feuerkampf. What the fuck? Es ist one-hitted uns einfach. What? Ja, wir wurden gerade einfach zerstört von ihm. Ist okay, Leute. Ist okay. Kann ich mitleben. Alter, verdammte Scheiße. Was soll ich da machen? Ein Fire Punch und ich bin weg. Leute, was soll ich da machen? Ich bin zwar competitive-mäßig auch nicht der Beste im Pokémon, ja, aber was soll ich da machen? Wir haben da so einen, der hat hier was geklaut. Kennst du den vielleicht irgendwie? Hast du den schon mal gesehen, mein Freund? Oder bist du ihm irgendwie begegnet oder so? Ja, du bist ihm begegnet? Krasser Scheiß, Alter. Wisst ihr, der Typ ist ein richtiger Pisser, Alter. Nimmt so richtige OP-Pokémon, Alter. Richtiger Pisser, ey. Ich habe gerade ja Pisser geschrieben und irgendwie habe ich gerade anstatt Pisser Pizza gelesen, als er das gesagt hat. Ich bin echt mal gespannt, ob hier noch irgendwas verändert wird. Ob der Arena-Leiter irgendwie was anderes hat oder so, weil bisher ist es echt noch ziemlich mager, was die Ausbeute angeht. Finde ich schade, da der Hack eigentlich mit ziemlich viel Potenzial angefangen hat. Ich meine, die Starter-Pokémon, Leute, haut euch die mal rein. Also das sind einfach ein Schrank, ein Drache und schieß mich tot. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich das Ei noch gar nicht abgegeben habe an den Professor und somit gar nicht hier weiterkomme. Well done, Justin. Well
dann. Da sieht man mal wieder, wie sehr ich mich mit dieser Generation überhaupt auskenne. Ich habe halt echt null Hexe von gespielt. Wirklich fast null. Einmal nur Liquid Crystal. Und das ist ein Game Boy Advance-Hack, Alter. Das ist halt auch schon was, ne? Aber trotzdem, dieser Hack, beziehungsweise dieses Spiel, ich kenne mich wirklich am wenigsten mit Pokémon Gold und Silber aus, muss ich sagen. Wobei das Spiel auch noch dicht gefolgt von Pokémon Schwarz und Weiß ist. Schwarz und Weiß 2 schon was eher, aber Schwarz und Weiß 1 bin ich auch nicht so der krasse Fan von. An sich mittlerweile finde ich zwar Schwarz und Weiß relativ cool zum Zocken, aber irgendwie die Storyline war ganz okay, ja, aber es hat mich nicht so sehr gepackt, muss ich sagen, als ich das erste Mal gezockt habe. Irgendwie hatte ich dann nicht so das Verlangen, ey, cool, ich muss es jetzt nochmal zocken. Ich bin ehrlich, bei Sonne und Mond hatte ich das Verlangen jetzt auch nicht, aber ja. Ich habe es halt durch die Randomizer öfter mal gezockt. Irgendwie sieht das ziemlich komisch aus. Was zur Hölle ist mit Radfratz passiert und warum ist es ein Ausrufezeichen? What the fuck? Ich glaube, der Hack fängt wieder langsam an, Gestalt anzunehmen und wieder ein bisschen besser zu werden. Also wir sehen schon, die Radfratze sehen aus wie Warnschilder und keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber es hat irgendwie Style. Vor allem, wenn in diesem schwarz-weißen Battle-Look auf einmal so ein knallgelbes Ausrufezeichen-Schild rauskommt. Swag, Leute. Das hat Swag. Yay, meine Mom ruft an. Wow, cool. Leute, ey, ohne Spaß, ne? Diese Anrufe haben mich am meisten gestört an dieser Edition. Oh, hier gibt's Kleinsteins in der Höhle. Gibt's, glaube ich, im Normalfall auch. Kleinsteins gibt es eigentlich in jeder Höhle, die wir in Pokémon kennen. Oder vertue ich mich da? Ich glaube nicht. Ich glaube, mindestens in 80% aller Höhlen in Pokémon gibt es ein Kleinstein, was man immer wieder findet. Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist so. Das ist Fakt. Dieses Drecksvieh ist mit Zubat einfach das meistgesehenste Pokémon wahrscheinlich. Weil es einfach in fast jeder Generation vorkommt. Es gibt ja so Variationen immer noch von diesen Normal-Pokémon am Anfang oder diesen Flug-Pokémon. Zum Beispiel Taubsi gibt es, im anderen gibt es Tribini. Dann gibt es dann Staraptor und sowas all. Aber dann gibt es immer noch Zubat und Kleinstein, die immer am Start sind. Ich frage mich halt echt, was diese Pokémon den Entwicklern angetan haben, dass sie die immer verwenden müssen. Ja, die Arena wird, glaube ich, nicht so ein Zucker schlecken, wie ich das eben schon bemerkt hatte. Denn, der Fall trifft ein, dass wir hier wirklich Vogel-Pokémon-Trainer haben. Ja, der Flugtyp wird uns sehr, sehr hart mitgeben. Peck. Down. Ja. Ich sag mal nichts dazu, Leute. Ich sag mal nichts dazu. Ey, was? Wir sind gar nicht down. What the fuck? Ja, jetzt sind wir down. Ja, aber wir waren gar nicht down. What? Ich hab das gar nicht mitbekommen. Vielleicht haben wir gar nicht mal so schlechte Chancen. Aber ich habe irgendwie keinen Bock, den jetzt noch 20.000 Level zu trainieren. Also wie gesagt, sendet mir gerne Pokémon-Hacks zu. Ich werde den da mal anzocken und hier in dem Video austesten. Aber bitte macht ein bisschen mehr. Also macht auch gerne ein bisschen was mit den Städten und sowas. Ihr könnt auch gerne eine Menge zerstören und eine Menge Scheiße bauen. Das ist mir scheißegal. Hauptsache, ihr habt irgendwas Cooles gemacht. Weil die beiden Hacks, die ich jetzt ausprobiert habe in dieser Folge hier, die hatten bisher echt nur relativ wenig gezeigt. Der zweite hier, der war ziemlich cool, weil er halt verschiedene Pokémon noch mit eingebracht hat. Das lobe ich auch sehr. Jedoch vom Design her, vom Äußerlichen, hat es nicht so viel mitgebracht, leider. Was natürlich auch die Story angeht. Ihr könnt auch gerne ein bisschen was an der Story verändern, das ist auch mal ziemlich lustig. Also macht gerne, individualisiert euch, denkt euch was Cooles aus und schickt es mir gerne zu. Und falls ihr Tutorials dazu braucht, googelt sie einfach. Ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao. Haut rein!